Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Grounded im Early Access. Mein Name ist Patty und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Besonders nach der Katastrophe, die das letzte Mal passiert ist. Ich weiß nicht, ob das. Falls ihr das Video zu Ende gesehen habt, dann wisst ihr, was passiert ist. Für die, die es nicht zu Ende gesehen haben. Kurz vorm Schlafen gehen wollte ich hier noch diese Grasplanken-Lager-Sache, die jetzt hier drüben liegt, zerlegen, abreißen, demontieren und genau da hat sich das Spiel aufgehängt und natürlich habe ich nicht gespeichert. Das heißt, ich habe jetzt offscreen alles wiederholen dürfen. Habe im Prinzip eigentlich alles genauso wieder bauen können, wie es vorher war. Spinnennetz da fehlt noch. Ein paar Bombardierteile fehlen noch und so. Aber im Prinzip steht jetzt wieder alles so, wie es sein sollte. Ich habe sogar geschafft, hier das Ganze zu demontieren und jetzt hier zu platzieren. Es fehlt noch ein Crude Rope, deswegen werden wir uns dieses Mal nicht auf den Ameisenhügel stürzen, gleich in der Früh. Nein, wir werden als erstes versuchen, einmal die Sachen fertig zu bauen, die ich da habe. Das bedeutet natürlich auch, dass ich jetzt einmal was essen müsste. Select. Nein, Inventory. Consume. Jetzt ist der Durst da, okay. Ich muss auf jeden Fall eine Menge Sachen sammeln. Ich muss auch Bombardierkäfer töten, weil mir fehlen Bombardierparts. Das werden wir wahrscheinlich auch diese Episode machen, oder ich versuch's zumindest. Don't even need to boil it, sagst du normalerweise immer noch. Aber zuerst muss ich natürlich schauen, was mir alles fehlt. Jetzt wäre ich fast abgeschützt. Hey, Ameise, Ameise, nein, LB-Taste, Ameise, komm zurück, bleib da. Klatsch. Honeydew. So, die LB-Taste macht mich irgendwo fertig, ich brauche einen neuen Controller. Er dauert ja nicht mehr lange. Wie viel? 7 Wochen oder so und dann kommt die neue Xbox, dann habe ich hier auch einen neuen Controller. So. Was ich als allererstes natürlich machen möchte, ist eine Menge an Plant Fiber sammeln, denn ich brauche einen allerwertesten voll Root Ropes. Hey, hast du das mitgekriegt, Ameisen? Ja, was ist mit dem Quatsch? So einfach geht's, Ameisen zu töten, wenn man eben nicht auf Ameisenjagd ist, sondern eben irgendwas anderes machen möchte. Hier unten. Da noch irgendwas? Na, da kann ich aber das ganze Zeug mal hier aufheben. Brauche eine allerwertesten voll Springs, das weiß ich noch. Aber ja, wenn die neue Konsole da ist, gibt es natürlich auch einen neuen Controller für ein Pad. Und das macht mich schon mal glücklich. Ich hoffe, dass dort die LB-Taste nicht so schnell kaputt wird. Ich frage mich, warum immer die LB-Taste bei mir kaputt wird. Wahrscheinlich habe ich so einen aggressiven linken Zeigefinger. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. So, Crafting. Fruit Ropes bis zum Umfallen. Und schon wieder geht das Ganze los. Dann kann ich das mal fertig machen. Trockenes Gras fehlt mir da, das sollte kein Problem sein. Trockenes Gras müsste ich eigentlich in der Base haben. Ich möchte hier natürlich schauen, was mir hier noch fehlt. Bombardierparts, Spinnennetze, Stems, die nehmen wir auch gleich mit. Spinnennetze habe ich gesagt und Bombardierparts, genau, so.
Dann ist das mal fertig. Das ist gut. Und dieses hier auch. Sehr schön. Na. Ah. Drecksviech. Ah, da fehlt noch so viel Zeugs. Ah, da ist sogar schon Wasser drauf. Wie genial ist denn das? Gut, werden die restlichen Sachen wieder zurückbringen, weil... Verdammt, ich brauche unbedingt mehr Kisten. Auf jeden Fall brauche ich mehr Kisten. Ich brauche auch dieses, ich brauche auch jenes, ich brauche das und ich nehme auch den 10er Stack Dry Grass mit. Ich glaube, sonst brauche ich eigentlich gerade nichts, oder? Da brauchen wir das, da haben wir dieses, da haben wir das und ein Clover Leaf fehlt mir. Dann können wir das mal alles wieder zurückklopfen. Und eine Archon Shell. Ah, jetzt habe ich das trockene Gras vergessen, ich denke. Ich brauche doch nicht alles, ich brauche nur eins. So. Wohin dahin? Genau. Perfekt. So, das heißt, ich werde mir jetzt ein paar Archon Shells organisieren. Die brauche ich so und so für die weiteren Truhen, die ich bauen möchte. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich gar nicht den Maikäfer oder den Ladybug umbringen kann, weil der natürlich wieder nicht da ist. Was soll's. So. Nehmen wir halt alles mit. Shell. Da kann man was trinken, das ist gut. Dann machen wir ein paar Springs. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich überhaupt Springs brauche, aber ich nehme sie mal mit. Ich vermute aber schon. Ich brauche auf jeden Fall auch mehr Archon Shells. Das Sap können wir auch mitnehmen, wenn wir schon da sind. So, ich hoffe, ich habe jetzt mal ein bisschen was eingesteckt von dem, was ich tatsächlich brauche. Dann schauen wir natürlich gleich wieder zurück, was uns jetzt wirklich noch alles fehlt, außer den Bombardierparts, das weiß ich, dass mir da einiges fehlt, was ich nicht habe. Und das ist einmal fertig. Das können wir jetzt auch fertig bauen. Brauchen wir gut, okay. Ah ja, was denn sonst? Crude Ropes. Okay, wäre das erledigt. Krieg ich das jetzt fertig. Sensationell. So. Jetzt ist mal das Wichtigste alles fertig. Hier fehlen mir dann noch 6 Crude Ropes und 4 Bombardierparts. Hat aber jetzt nicht die höchste Priorität. Was ich auf jeden Fall auch noch bauen möchte, ist ein... Wow, Speicherleck. Ein zweites Lager für Gras. Das bauen wir jetzt aber ein bisschen schöner her. So. Und dann hätte ich noch gerne weitere Kisten, die quasi hier als Schnelllager gedacht sind. Wenn mich die Fliege jetzt noch einmal stupst, kriege ich die absolute Krise. Da.
heißt, ich brauche noch weitere Archon Shells, mehr Sap und Clover Leaves. Clover Leaves kriege ich ja recht leicht zusammen, indem ich hier einfach das alles umhack. Brauchen wir natürlich das Harz von hier, das werden wir auch gleich runterklopfen. Ja, Sap. Da unten liegt einiges herum. Sehr gut. Ich glaube, da oben hängt auch immer irgendwas. Aber da liegen ein paar Stück herum, das ist schön. Irgendwo da, wo kein Spinnenzugang ist, genau hier. Jedenfalls noch viele von diesen Archon Shells. Und jetzt schauen, wo ich die herkriege. Ohne dass ich da in die Spinnennester reinlaufe. Aber in das Spinnennest. Ich glaube, das war es einmal vorerst. Was wiederum bedeutet, ich muss sowieso wieder warten, bis die Sachen respawnen. Das heißt, das wird dann alles so morgen, übermorgen sein. Weil es dauert ja immer ein, zwei Tage in-game und auch in echt, somit, dass das Ganze respawnt. Okay. Eine Archon Shell, echt. Ich muss ja irgendwo da unten herumkugeln, oder? Ah, sehr schön. So, dann habe ich zumindest mal genug Sachen für zwei Kisten. Da kann ich jetzt wieder eine Grünzeugskiste draus machen und eine, ja, keine Ahnung. Ungezieferkiste. Customize Marker, genau. Wie haben wir denn das gemacht? Ich glaube, da haben wir die Spinne und Rot. War das so? Und da haben wir ein Blatt und Grün, das weiß ich auch noch. Genau, da kann ich jetzt eigentlich schon wieder Sachen reinhauen. Und somit ist die Kiste da drüben nicht so voll, aber ich könnte auch gleich schauen, was ich hier brauche. Pellets und trockenes Gras und das kann ich mitnehmen und das kann ich mitnehmen. Das auch. Ich nehme halt von jedem ein bisschen was mit, dass ich vorne in der Kiste auch was habe. Denn warum nicht? Und hier kommt das Zeugs rein. Genau, und dann nehme ich auch gleich ein paar von diesen Spinnendinger mit. So. Damit da ein bisschen Platz ist. Das, dies, jenes, welches und sowieso. Und hier können wir dann die restlichen Spinnen-Ameisen-Zeugsteile reinhauen. Dann werde ich das quasi als Hauptlager verwenden. Immer wenn ich ankomme, lege ich die Sachen hier rein. Und wenn die Kisten dann voll sind, bringe ich es halt nach hinten ins große Lager. Hier brauche ich jetzt Ropes. No water filtration tablets needed. Ah, wie cool.
Und ich möchte, genau, ich möchte mal was bauen, was ich auch schon die ganze Zeit schon irgendwie erwähnt habe. Oh mein Gott, da brauche ich auch wieder solche Shells. Aber das macht nichts, das kann ich ja alles mit der Zeit organisieren. Da hängen wir zum Beispiel hier auf einmal den Ameisenkopf. Dann hätte ich gerne einen Soldatenameisenkopf. Dann hätte ich gerne einen Ohrbieferkopf. Wow, der ist groß. Machen wir das anders. Haben wir einen Ohrbieferkopf dazwischen und den Soldatenameisenkopf daneben. Sehr schön. Aha, das hat schon was. Wolfspinne, du bist sicher auch groß. Ja, das war ja klar. Schauen wir aber da drüben hin. Da. Infected Weevil, okay. Was fehlt denn noch? Der Bombardierer, oder? Genau. Oh shit, der ist ja auch riesig. Und ist der riesig. Warum passt du da nicht her? Bist du zu groß? Ist aber eher relevant, weil Bombardierparts habe ich ja nicht so viele. Lava, da kann meine Kleine her. Dann können wir da daneben hin halt den den Infizierten. Ja, sehr schön. Und dann haben wir von mir auch noch hier einen. Was braucht denn der Bostonkopf? Sicher Bostonkopf, du kannst mich gerne haben, du kriegst nichts davon. Gut, dann werde ich jetzt auch gleich hier die Teile benutzen, die wir haben. Ameisenkopf, Mandibles, Lava, Boiling Glands. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst noch brauche. Das passt mal. Spider Chunks, okay. Das passt mal. Dieses, jenes, welches? Hm? Okay. Spinnenteile brauche ich noch, habe ich gesagt, genau. Nur, schaut das schlimm aus. Kann ich das da alles wieder reinhauen? Ich möchte natürlich auch Fackeln bauen, habe ich irgendwann einmal gesagt. Und immer wieder erwähnt und immer wieder wiederholt und nie getan. Das werden wir jetzt auch gleich machen. Einmal hier. Einmal hier. Dann natürlich einmal über dem Bett. Und einmal vis-à-vis. Und einen Sessel will ich auch haben. Brassplank, Amazon Parts, okay, cool. Amazon Parts, Amazon Parts, Amazon Parts, da. Jetzt brauchen wir nur zwei. Nee. So. Schaut da schlimm aus. Parts. Nein, das ist kein Amazon Part. Ich brauche Springs. Ich brauche einen Arsch voll Springs, oder? Und trockenes Gras brauche ich auch viel für die Fackeln. 12. Mach schon. Sehr schön. Ja, Springs und Ropes. Da brauche ich Crude Ropes. Ja, na, dann gehen wir wieder am besten. Ja, häng da fest. Springs sammeln und ja. Wieder mal, wie immer, ganz, ganz viele Plant Fiber sammeln. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Die Dinger sind wieder da. Okay, cool. Und ich dachte, ich musste jetzt ewig warten. Wo ist die Shell? Und da liegt's. Okay. Weil dann kriege ich ein paar von diesen Wandmontage-Dinger da. Der ist schon fertig.
Die dritte Kiste, die ich da hinbaut habe, möchte ich auf jeden Fall für eine Nahrungskiste auch verwenden. Weil ich dann solche Arkham-Bits zum Beispiel reinhauen kann. Weil von denen habe ich auch immer wieder ganz viele und verwende sie nicht. Gib her. So. Ja, im Endeffekt ist diese Folge jetzt wieder eine reine Bastelfolge und Baufolge. Was ja nicht schlecht ist zwischendurch einmal, besonders wenn ich mich ablenken muss von diesem ganzen Ameisen-Ei-Drama. Weil ich ja heute eigentlich wieder relativ viele Ameisen abgeschlachtet habe. Also könnte ich am Morgen in der Früh gleich wieder zum Ameisenhaufen, zum Hügel laufen? Zum Ameisenhaufen laufen. Also zum Ameisenhügel laufen und schauen, wie es dort ausschaut. Ob sich da schon was getan hat. Ich glaub's nicht, weil so viel Glück wie ich habe, passiert da nie was. Aber man kann ja trotzdem hoffen. So. Ich glaube, das ist viel zu wenig, was ich da habe. Aber es reicht einmal für das. Es reicht genau für das. Verdammte Kacke. Aber es reicht für das. Das muss auch weg. Jetzt. Zappalot. So. Nein. Es fehlt noch immer was. Jetzt geh doch an. Danke. Was fehlt denn da jetzt? Eine Grasplank, Crude Ropes und Spring. Ich krieg die absolute Krise. Und hier fehlt eine Arkham Shell, oder? Ja, vier. Alter Schwede. Okay. Ich brauche noch eine Spring. Auf jeden Fall eine Menge Plant Fiber wieder. Ich könnte theoretisch eigentlich wieder ein bisschen Gras umhauen. Weil da gibt es auch immer gut Plant Fiber. Außerdem habe ich jetzt eine zweite Graslagerstelle. Die ich jetzt dann so gleich verwenden kann. Das alles gleich mit. Okay, jetzt bin ich ja schon voll. Sehr schön. Na, bin ein Depp. Zuerst machen wir mal das, genau, Fruit Rope. Dann nehmen wir sich eine Grasplank mit. Und machen den da fertig. Zack, sehr schön. Ja, das war's. Kann ich mich da jetzt eigentlich hinsetzen? Nee. Verdammte Kacke. Aber meine Hütte ist fertig und ich finde, sie schaut ganz gut aus. Jetzt ist sie auch definitiv funktioneller oder mehr funktionell oder praktischer als vorher. Was mir persönlich immer sehr gut gefällt, wenn das der Fall ist. So. So, so. Ah, Arkham-Bits. Die kann ich da jetzt noch nicht reinhauen, deswegen muss ich sie hinten reinhauen in die andere Kiste. Wie geil, wie geil, wie geil. Es wird immer alles interessanter und interessanter. Ich bin schon gespannt. Wir haben ja jetzt September. Also, der Zeitraum, wo ich das aufnehme, ist September. Und der Zeitraum, wo das Ganze rauskommt, ist September. Je nachdem, wann ihr euch das anschaut, ist halt gerade wahrscheinlich nicht mehr September. Oder vielleicht schon. Oder vielleicht sogar schon wieder. Keine Ahnung. Im September sollte jetzt auch noch ein Content-Update kommen. Was ja bis dato noch nicht da war. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt, was da als nächstes noch kommen wird.
Weil das ist echt runterkickt, mir sicher. Ob da dann tatsächlich auch das Wasser-Update kommt, von dem ja schon sehr viel gesprochen wurde und vermutet wurde. Und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir dann wirklich irgendwann einmal anfangen können, schwimmen zu gehen und tauchen zu gehen. Und das wird dann natürlich mega interessant, aber jetzt muss ich mich schon wieder nachher auch nach Hause spuken. Ameisen? Ja, Ameisen. Und ja, alle miteinander. Zack. Jetzt habe ich aber ganz schön viele Ameisen heute umgebracht. Wenn ich dadurch nicht jetzt irgendwie tatsächlich zum... Ameisenei kommen sollte, dann pfeife ich drauf, ganz ehrlich. Dann interessiert es mich nicht mehr. So, essen kann man darüber. Das Büffelfleisch werden wir aufhängen. Ah, halt, stopp. Ich habe ja da hier jetzt eine Kiste für das Zeugs. Ja, was kommt da rein? Was kommt hier rein? Und hier kommt dieses Zeugs rein. Ach, wie genial. So. Dann hängen wir da hinten noch das Weevilfleisch auf zum Trocknen. Trinken brav was. Und können dann eigentlich schon langsam schlafen gehen. Weil es ist schon wieder dunkel. Ich habe schon den ganzen Tag verschissen, nur mit Ressourcen sammeln, ein paar Ameisen klopfen. Und, ja, was cool ist, meine Base fertig bauen, das ist schon... Nein, da fehlt noch eins. Das habe ich ganz vergessen. Das machen wir das nächste Mal. Versprochen. Gut. Da ist ja eh schon... Wie spät? 1948 in Gemis. 1949, 1950. Werde ich mich an der Stelle jetzt schon wieder von euch verabschieden. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es heißt, ab in den Ameisenhügel. Schauen, ob wir ein Ei kriegen. Schauen, ob ich Glück habe. Wie auch immer. Ich glaube es nicht. Oh mein Gott, wie schaut denn das aus? Das ist ja genial. Let there be light. Das ist doch cool, oder? In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.